Leichenteile vor einer Weile im dunklen Keller reinzuschleifen, wurde ein Geheimnis bis zu meiner Beichte. Leichen teile ich mit niemandem, sie bleiben meine. Weiber meint nur über ihren Tod, dass sie die Beine spreizen. Kleider reiß ich ihnen von ihrem kalten Leibe, einfach reite gleich mal sie. Zeige keinmal meine reife Seite, nachdem ich fertig war, werften Leute mich verurteilend weiter an, also wurde meine Sammlung gleich erweitert. Die Lieder waren für Priester ein Song of Horror, denn eine Leiche war von seiner Schwester die ermordete Tochter. Musste sofort kotzen, doch waren alle erleichtert, als ich kopflos wurde. Auch außerhalb Halloween bin ich euer Nightmare on Elm Street. Eines Tages bin ich geisteskrank auf self-made Beats. World's most shocker ist Jerome's Geist, betont gleich gruselige Melodien für den Song of Horror. Geburt wie Samara aus The Ring. Das Video meines Horrorkults beginnt. Gib euch 7 Tage bis zum jüngsten Gericht. Verursache ein Albtraum-Massaker, als hätte dich Freddy Krueger gekillt. Das wird dir zu viel, Suizid tust du beziehen. Ich weiß, dass du nicht im Bett liegst, dennoch hängst du da, als hätte ich dich in einer unangenehmen Lage verstrickt. Doch Mordopfer zwing ich nach dem Tod zum Singen des Songs of Horror on top Choro wallen lassen, wie mittags zur Bereitung nach dem Kirchengesang. Den Leuten gehen die Wie-Wörter auf dem Pelz, Hirten gewandt. Auch außerhalb Halloween bin ich euer Nightmare on Elm Street. Eines Tages bin ich geisteskrank auf self-made Beats. World's most shocker ist Jerome's Geist, betont gleich gruselige Melodien für den Song of Horror. Es ertönt ein Kampfschrei für den Rap, den ich kenne, auch wenn er noch nicht so alt sei. Egal wie viele meinen Song of Horror zu Gehör bekommen, verstörende Worte mit einer lieblichen Melodie in Form eines Wurms angekrochen. Die Frage, wie viele haben es dann wahrgenommen, gesprochene Projektile aus dem Maulauf abgeschossen, kehren bei manchem als Organauflauf ein, der nachts verrottet. Die erste Melodie für die Symphonie, für dieses verrückte Lied, nachdem ich in Sünde fiel. Etwas Eigenartiges, was dieser Künstler schrieb. Auch außerhalb Halloween bin ich euer Nightmare on Elm Street. Eines Tages bin ich geisteskrank auf self-made Beats. World's most shocker ist Jerome's Geist, betont gleich gruselige Melodien für den Song of Horror.